R-E-W-I-N-S-I-D-E. Papa! Mann, ich hab den Papa? Größten Kater meines ganzen Lebens, ich schwör's. Hä? Warum sind wir... Wie viel Wo Uhr sind ist wir es? Überhaupt? Es ist mitten in der Nacht... Sind wir in unserem alten Haus? Es ist nicht unser Haus! Hier haben wir mal gewohnt, Papa, erinnerst du dich nicht? Wir haben hier mal zusammen gewohnt. Kann mich an gar nichts erinnern. Ja, das denke ich mir, weil Weiß du... Weiß nicht mal, wie du heißt. Und wie sind wir jetzt... Warum ist hier alles kaputt? Ich... Weiß ganz ehrlich nicht, aber ich hab schon mal wieder Lust auf einen Drink, du. Nein, warte, Papa, warte mal. Ja, Papa, jetzt beruhig dich. Erstmal, wo. Oh Gott, da ist Blut an deinen Händen. Papa, wo waren wir die letzten Monate? Wo sind wir die letzten Monate? Verdammt nochmal. Warte. Es kommt alles wieder. Der Stripclub. Ich vermisse. Das Bordell. Hier ist nochmal dein Sohn. Alpha, Stein, die. Gott, meine Kinder, ich war monatelang nicht zu Hause, wir waren monatelang besoffen. Oh nein! Wir haben das ganze Kindergeld versorgt. Wir müssen uns um die Kinder kümmern, allein wegen dem Kindergeld. Komm, das will nicht, keine Ahnung, ist es noch mitten in der Nacht, das kann doch nicht wahr sein. Weißt du, wie lange wir in dem Haus hier gefeiert haben? Ich hab keine Ahnung, mehrere Monate. Ach Gott, okay, pass auf, dann lass uns mal, Gott, hoffentlich haben die Nachbarn nichts mit. Ach, scheiß doch auf die Nachbarn. Oh Gott, ich hoffe, dass es meinen Kindern gut geht. Ich hoffe, dass Lukas verstorben ist, aber ich hoffe, dass es dem Rest gut geht. Kinder, hallo? Oh Gott, die werden wahrscheinlich schlafen. Mark! Es ist ja nachts, natürlich schlafen Kinder nachts, ist doch klar, oder? Kinder! Hallo, warte ganz kurz. Okay, alles gut, tut mir leid, ich musste, möchtest du auch nochmal? Ja. Sehr schön. Das war's. So. Dein Selina, Alter, kann wohl nicht anders. Kinder, hallo? Das brennt. Kinder? Hallo? Kinder? Mark? Oh, was ist das? Mark? Papa, ich hab... Mark, was ist mit deinem Gesicht passiert? Ich hab Gelbsucht. Und was ist... Hallo? Wer ist das? Wer? Wer ist das? Hallo. Wer ist das? Hey. Mann, wer heult denn? Hallo. Wer ist das? Warte mal, wer ist das hier? Marc? Ja. Wer ist das? Götzi. Ich komm doch nicht mal ganz nach dir. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen hab, aber ich bin Wo ist. Warte mal. Wo, jetzt halt doch den Mund. Wer heult denn da? Lukas! Halt die. Mann! Halt's Maul! Papa, guck mal mein Bein! Ach, halt die jetzt, Lukas! Aber Papa, ich muss dich mal ganz kurz auf meinem Hörgerät ein bisschen leiser stellen. Wer bist du? Lukas? Lukas? Wer bist du? Wer bist du? Wo kommst du her? Ich gehöre zu Marc. Marc? Sag jetzt nicht, dass du mich nicht kennst. ich kenne ihn wirklich nicht. Aber, ihm hat's gefallen. Wo ist Stein? Wo ist Stein? Der ist weg. Der ist weg. Ja gut, dann brauchen wir... wie heißt du? Wie alt bist du? Warum bist du so groß, Lukas? Mein Bein ist angeschwollen. Der Zaun in meinem Zimmer hat gerostet. Und ich bin dagegen gekommen. Warum bist du so groß, Lukas? Frag mein Bein! Wer hat mir den Zaun ins Zimmer gebaut? Ja, das war das Gesundheitsamt. Wir machen jetzt den Fernseher aus. Du hier, du mit dem Helm. Ja. Möchtest du bei uns wohnen? Du gibst Kindergeld. Ja. Sehr schön, okay. Gut, geht's euch allen gut, Kinder? Papa, der hat mich vergeben. Der wohnt jetzt hier. Lukas? Ja. Sollen wir mit deinem Bein zum Arzt? Nein, ich kann nicht gehen. Papa? Papa! Papa! Papa, alles gut? Papa, hast du deine kugelsichere Weste an? Verdammtes Stück Scheiße ist gedrückt. Alles gut. Kinder, kommt mal runter. Ihr habt euch sicherlich gefragt, also speziell du, Marc, könntest du vielleicht den Helm abnehmen, dass ihr... kommt zurück. Papa, hat jemand Geburtstag? Nein, Lukas, und zwar... diese Mission. Ja, du bist ja ein ganz niedlicher kleiner Japan. Papa, guck mal. Papa, wo bist du? Papa, alles gut. Ja, es reicht jetzt. Hör auf, Kleiner, hör auf. Hör auf. Marc, bring deinen Freund nach draußen. Papa, das ist nicht mein Freund. Gut, ist ja auch egal. Hör auf damit. Lukas, halt die. Also, Kinder, ihr habt. Ruhe jetzt! Okay, Kinder und Papa. Also, Papa und ich waren die letzten 2 Monate hardcore unterwegs. Was soll ich sagen? Kommst du vielleicht aus dem Kamin raus, Kleiner? Ich glaube nicht, dass er gesund ist.
Ja, genau, perfekt. Papa, du, ja? Du stinkst nach Alkohol. Lukas, nimm das sofort zurück. Entschuldigung, ich nehm das zurück. Das ist Parfüm für Männer. Ist das klar, Lukas? Ist das klar, Lukas? Ja, Lukas, ja. Tanz für den Papa! Tanz für den Papa! Ja! Ja, 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 genau! Dein, oh, dein Bein. Warte, lass mich mal ganz kurz. Ach, hilft auch nicht. Okay, ich dachte, wenn man es einfach. Ja? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. Warum? Weil du gelb bist. Ich hab mich mit Gelbsucht eingestellt. Hör auf jetzt, dir hat's gefallen. Wenn du es jetzt noch einmal sagst, dann mach ich nochmal. Hört auf! Also, passt auf, folgendes. Ich, Papa, muss euch was sagen. Opa und ich haben so viel getrunken, dass wir die Stadt verlassen müssen. Staffel 2, Huse Daddy. Wir müssen die Stadt verlassen. Zweite Staffel, mehr Klicks. Stadt. Ich glaub, du musst auch ins Krankenhaus. Ja, ich hab auch ein bisschen Husten. Opa, nimm deinen Fernseher aus der Hand. Wo hast du den her? Hast du den geklaut beim Nachbarn? Nein, hab ich. Ja? Ja, ja, oh, gut, nein. Kinder, passt mal auf. Dann gehen wir jetzt ins Krankenhaus. Nein. Nehmt euch hier alle einen Keks raus. Hier liegen Kekse für alle. Ja! Lukas! Ich hab gesagt, alle. Ja. Lukas? Bist du ein Mensch? Ja! Oh, aua! Lukas, du hast mich angezündet! Aua! Lukas, dafür, was du bist, du kleiner Dreck! Wo ist unser Pol hin? Lukas! Aua! Kinder, ist das hier normal? Kinder, helft dem Papa mal. Der Papa muss ja. Nicht weiterhauen, der Papa stirbt gleich. Aua! Aua, nein, nicht mehr! Helft dem Papa mal hier raus jetzt, Kinder. Lass ihn ertrinken einfach. Nein, der Papa, der. Hör mal, du, ich bin dein Erziehungsberechtigter, dein Neuer. Wer auch immer du bist und wie alt auch immer du bist, du hässliches. Hör ich auf, mich zu hauen, Marc. Scheiße! Marc? Ich hab 42 Grad Fieber seit 3 Jahren. Ja, ich weiß, dein Gelbfieber, wir behandeln das. Pass auf. Lukas, ich glaube wegen deinem Bein, ja, da können wir nichts machen. Das ist einfach so. Da musst du jetzt auch, Lukas, wir haben nur Krankenversicherung für einen. Also eigentlich würde ich für dich nicht bezahlen, weil wir haben Selbstbeteiligung. Lukas, wir haben für dich nur eine Autoversicherung, Kfz-Versicherung. Aber ich war am günstigsten, Mann, Lukas, halt den Mund! Und ja, wir haben eine Haftpflicht, falls du irgendwas kaputt machst, was... Ja, aber mein Bein! Lukas, ja, dein Bein. Ist dein Bein selber Lukas, pass auf, hab? Lukas, ist dein Bein versichert? Ja, weiß ich nicht. Eben, genau. Also, ganz komm, ehrlich, Marc, wir müssen dich schnell in die Klinik bringen. Lukas, manche du kannst Kinder ja einfach... Kinder, passt mal auf, wir müssen in der Stadt jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil Papa schuldet einer Menge böser Leute nämlich Geld, der Russenmafia, hä? Und wenn der Papa nämlich seinen Wodka nicht bezahlt, 200.000 Euro, dann kommt der Papa ins Gefängnis, das wollen wir ja nicht, oder? Naja. Lukas! Ja, was? Sei froh, dass meine Waffe gerade leer geschossen war, du kleines Dreckskind, du! Ich zeig dir was mal, Lukas, hier! Angezündet war Papa! So, also. So, Kinder, kommt mal mit. Komm, wir schauen mal, ob wir irgendwo ein Krankenhaus haben, dieser Dreckstadt. Falls nicht, dann wäre das der nächste Grund auszuziehen. Papa, da müssen wir hier vorne rechts, da steht Sex. Da sollten wir vielleicht nicht wieder reingehen, denn, das ist eventuell. Warten Sie mal. Sie? Ja? Habe ich Sie nicht mal hier in dem Haus irgendwie getroffen? Als Kindergarten? Ja, aber ist geschlossen jetzt. Also, ich. Ja, die Fenster sind vernagelt. Und Sie sind sicherlich minderjährig. Ich war 11, wie ich das geleitet habe. Alles klar, okay. Also, gut. Ich muss dann, mich auch. Ja, was denn? Marc? In Marc? Die Kinder reinversetzen. Geht's dir gut? Das sieht irgendwie. Wenn du verstehst. Marc, was denn? Wo bist du? Die Stadt ist komisch. Ja, Marc, die Stadt ist sehr. Marc, komm, Marc. Komm, Marc! Irgendwie ist die Tür. Marc! Ich komm jetzt. Marc, kommst du her? Marc. Jetzt reicht's, komm her. So. Hey, du lässt meinen Sohn in Ruhe. Aua. Ist das klar, du. Grinsebacke. Lach nicht! Marc. So, Kinder, kommt mal mit. Opa. Ja. Lass den Marc bitte in Ruhe, okay? Okay. Der muss zum Arzt. So. Mit dem Lukas, da kümmern wir uns später drum um dich, ja? Ich glaube, das hier ist ein Krankenhaus. Sieht nicht aus wie ein Krankenhaus. So, dann setzen wir uns mal ganz kurz hier hin. Das ist hier die Krankenschwester. So, hallo, ich hab Gelbfieber. ich glaube nicht, dass. Ich habe das Gefühl, dass dieser. Ich würde sagen, wir suchen mal weiter. Ich glaube nicht, dass hier geholfen werden kann. Marc, komm mal mit. Ich habe das Gefühl, Kinder, ich glaube, dass wir in dieser Stadt hier kein Krankenhaus finden werden. Und angesichts meiner hohen Schulden, Papa, warte mal. Kinder, passt mal auf. Kommt mal ganz kurz mit. Ich bring euch mal was. Passt mal auf, oder? Bleibt mal ganz kurz hier stehen. Papa geht kurz zum Waffenladen. So, Kinder, Papa ist zurück. Und ich würde sagen, jetzt, wo wir uns ja sowieso hier von der Stadt verabschieden müssen, hat der Papa für euch was mitgebracht. Kinder, guck mal hier. Nein. Lukas, guck mal. Nein. Bomben, Lukas. Haha, wir machen die ganze Stadt kaputt. Oh, wie cool. Ja. Oh, warte mal, Kinder. Krieg ich auch sowas? Kann es sein, dass die Stadt nur eine Kulisse gewesen ist für unsere Familienidylle? Kann es sein, dass sie alle nur eine Rolle spielt? Außer Lukas. Au. Ich lebe doch. Ist das Ganze überhaupt das echte Leben? Oder war ich blute. Es so ein. So, Kinder, passt mal. Lukas, komm von dem Baum runter! Ich will doch noch spielen! Ich zünd den Baum an, Lukas, runter da jetzt, Mann! So, Kinder, passt mal auf. Da der Papa jetzt sowieso aus der Stadt hier entfliehen muss und das alles hier eh nicht bewohnt ist, hier, nehmt euch TNT, Kinder, und dann macht die Stadt mal richtig schön mit dem Papa kaputt hier, ne? Kinder, jetzt zeigen wir mal, was wir hier im Trainingslager gelernt haben, ne? So, Kinder, Achtung! Auf die Tankstelle!
und alles fliegt in die Luft. Und nächstes Mal sehen wir uns in der neuen Stadt wieder, Kinder, mit neuen Mitbewohnern und so weiter und so fort. Scheiß aufs Kinderheim! Scheiß aufs Finanzamt, scheiß auf alles! Scheiß auf McDonald's, oder Lukas? Ja! Ja. Scheiß auf McDonald's! Kinder, wir machen hier alles kaputt, machen wir, hä? So, passt mal auf hier. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich bestelle wisst ihr, was wir jetzt machen? Hamburger. Was? Das ist zu viel Anarchie. Komm ich bitte zurück. Komm zurück! Komm zurück! Ein Hamburger. Warte mal, Hamburger sind ja so. Keine Käse drauf. So, kommt mal mit, Kinder. Kommt mal, Kinder, kommt mal ganz was mit, ja? Kinder, Kinder, Marc? Ja? Wie hast du das gerade überlebt? Das war ein Suizid-Tentent. Kinder, Marc, oh, nein! Marc, aua, ich, Kinder! Kinder, hört jetzt mal bitte zu, okay? Kommt mal bitte mit, kommt mal alle mit jetzt, passt mal auf. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir sprengen den Flughafen. Unsere einzige Möglichkeit, aus der Stadt rauszu... Ja gut, Kinder, ich... Ja, Kinder, passt auf, wir gehen jetzt Richtung Flughafen. Alphastein, der ist sicherlich schon vorgefahren, passt mal auf. Dann machen wir jetzt das Schwimmbad kaputt, okay? Und dann, den nächsten Mal, sehen wir uns in der neuen Stadt wieder, Kinder. Das ist doch was, oder? Aber ich mochte das Schwimmbad ja. Immer. Dem schulde ich nämlich auch noch Geld. Auf Wiedersehen, Schwimmbad. Auf Wiedersehen, Lukas! Ja! Alles kaputt machen. Guckt euch die Idioten an mit dem Schwimmbad. Ach du, Marc, Chips, zack. Auf Wiedersehen. Tschüss, mein Gott. Der Papa kümmert sich um alles. So, Kinder, wir treffen uns am Flughafen. Wenn die Polizei kommt, ich war's nicht. Kinder, wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Macht's gut, ihr Verlager. Papa macht sich auf.